uns von der ICO sind zurzeit in Kobane und haben uns aktuell berichtet, dass es schon eine große Zahl von Flüchtlingen gibt in diesen beiden Städten in Tell Abyad. Die Städte sind weitgehend von Zivilisten, also diese beiden Städte von Zivilisten geräumt. Aber die Kämpfer der YPG und YPG verteidigen diese Städte weiterhin. Und es ist bisher nicht gelungen, einen Durchbruch durch die türkische Armee entsprechend zu erreichen. Das große Problem der Kämpfer ist, dass sie entsprechend konfrontiert sind damit, dass die Türkei modernste Bomber einsetzt und die Bundesrepublik, die entsprechend Krokodiltränen vergießt und Außenminister Maas diesen Angriff, wie er sagt, entschieden verurteilt auf das Schärfste. Die Bundeswehr ist selber durch die Lieferung von Flugaufklärungsdaten an dieser Aggression der Türkei und durch deutsche Panzer massiv beteiligt. Deshalb gilt unser Protest natürlich nicht nur gegen das faschistische Erdogan-Regime, sondern genauso gegen diese entsprechend unverschämte und heuchlerische Politik dieses faschistoiden US-Präsidenten und entsprechend auch der Putin-Regierung.